Guten Tag und herzlich willkommen bei 10 Gründe, warum Anno 1800 besser wird als Anno 2205. Ich bin das Ding und herzlich willkommen. Ja, man soll immer, wenn man einen Vortrag hält, mit den guten Sachen anfangen. Deswegen würde ich erstmal eben ein paar Punkte nennen, was Anno 2205 besser gemacht hat als zum Beispiel den All-Time-Favorite 4204. Dafür habe ich nochmal ein Spiel angefangen, großes Unternehmen, Stufe 100. Da habe ich auch aufgehört und direkt die Lust Transportforschung verloren. stagniert. Gucken wir mal eben ganz kurz rein. Er lädt mal eben die Karte. Als erstes möchte ich die Grafik erwähnen. Die ist natürlich, wie es der Zeit der Zahn macht, deutlich besser als bei 1404. Bei 2070 war die Grafik schon ziemlich gut. Aber da baute das ja, meine ich, auf 1404 auf die gleiche Engine auf. Und die haben sie halt nochmal was Neues gemacht. Also ich habe hier eine Riesenstadt, 1 Million Einwohner. Ich darf schon mal sagen, es hat nicht Spaß gemacht, das zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Grafik, wenn man jetzt mal bei der Natur guckt, ja. Die Berge sehen geil aus. Bäume haben sie natürlich deutlich besser hinbekommen. Ja gut, jetzt ist hier alles vollgebaut. Ja, wenn man von Weitem einfach schon drauf guckt, auch das Wichtigste bei Anno mitunter, das Wasser, finde ich, sieht richtig gut aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann kann sich sehen lassen auf jeden Fall, finde ich, dass man mehrere Welten betreten kann, ohne seinen Fortschritt aufgeben zu müssen. Also wenn ich jetzt eine andere Insel spielen will, eine andere Map, switche ich einfach zwischen denen her, was auch gleichzeitig ein großer Nachteil ist von Anno 2205, finde ich, aber da komme ich später zu. Und was ich noch gut finde, ist die Komplexität. Die kam zwar größtenteils noch durch die DLCs dadurch dazu, aber durch die Tundra, den Mond, die Orbitalstation und andere Sachen, die man hier noch machen kann, die ich aber nicht so ausführlich gemacht habe, kann man ziemlich viel tief und viel reinsteigen, wenn man will. Problem bei 2205 ist halt meine Meinung. Ich habe keine Lust dazu. Es macht keinen Spaß. Die Gründe jetzt gleich. Und dann wären wir auch schon bei Grund Nummer 1. Das Setting. Die Zukunft. Ich bin generell jemand, der spielt gerne Spiele, die Mittelalter, Fantasy so angeordnet sind oder viktorianischen Zeitalter. Und das Zukunftssetting, ich habe kein Star Trek geguckt, ich habe kein Star Wars geguckt, das interessiert mich alles gar nicht. Deswegen habe ich echt lange gebraucht, um mich zu überwinden, in Anno 2205 überhaupt reinzugucken. Ich habe auch gerade nachgeguckt, ich habe es erst im März 2018 gekauft und seitdem auch erst zweimal gespielt. Willkommen. Benötigen Sie Informationen? Hier sieht man, März 28.03.2018 ist das. Da habe ich das gespielt. Hier hatte ich schon nach Stufe 57 keinen Bock mehr, war die leichteste Schwierigkeitsstufe. Und hier nach Stufe 53 schon auf Stufe 3 von 4, also auf sehr schwer. Und ich denke, so geht es vielen. Die meisten haben schon eher lieber Mittelalter etc. Also alles, was in der Vergangenheit oder in der Gegenwart liegt, als das, was in der Zukunft ist. Das ist auch alles so abstrakt. Wer weiß, ob es so kommt. Ich finde, es ist ein bisschen übertrieben teilweise. Deswegen das Grund Nummer 1, Setting und der fehlende Bezug dazu. Der zweite Grund, Emotionslosigkeit. Gehen wir mal auf neue Firma Erfreulich, dass stellen. Sie meiner Einladung Gucken wir gefolgt mal sind. einfach. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. So. Eingehende Nachricht. Machen wir mal weg. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt. Machen wir mal weiter. Eine, wie ich finde, Frau ohne jegliche Persönlichkeit, total 0815. Da ist nichts, wo ich mich in 5 Minuten noch dran erinnern werde. Dann ein Roboter, der redet. Wen spricht das bitte an? Vor allen Dingen den Roboter, den sehen wir gar nicht. Ja, hallo?
Ich kann mich immer noch an Herrn Northbrook, heißt er, glaube ich, erinnern, wie er genau aussah aus 1404. Ich kann mich auch noch an 1701 etc. aus erinnern, wie da einige Personen aussehen, sahen. Hier, 2205, ich habe es jetzt eine Woche nicht gespielt, um ein bisschen Zeit dazwischen zu lassen. Kein bisschen. Also diese komplette fehlende Emotionslosigkeit, auch alles, wie das gemacht worden ist. Die haben sich Mühe gegeben, ja. Aber guckt euch die Gebäude mal an. Sie haben versucht, Details reinzubauen, aber das ist doch einfach alles. Wen spricht das bitte an? Mich nicht. Also nichts, wo man denkt, oh geil. Ja, super, da sind Aufzüge, die einfach nur, was einfach nur Licht ist, was hoch und runter geht. Da unten ist irgendetwas, was aussieht wie Fahrräder. Nee. Also ich find's richtig, richtig emotionslos. Ich habe mich auch, um diese 1 Million Einwohner zu erreichen, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich glaube 2 oder 3 Tage, an denen ich gespielt habe. Das war nicht viel. Vielleicht 12 Stunden. Vielleicht 15, lass es 15 gewesen sein. Ja, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich hatte wenig Freude daran. Ein paar Punkte gibt es, die mir gefallen haben. Sonst hätte ich es auch nicht zu Ende gemacht wahrscheinlich. Und das war es auch schon zu Grund Nummer 2. Und Nummer 3. Fehlende Freude bei Erfolgen habe ich mir aufgeschrieben. Die ganzen Gründe habe ich mir vor einer Woche aufgeschrieben. Doch mal kurz. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber eben gucken. Hier haben wir die Erfolge. Ich habe als letztes den Erfolg gekriegt. Erreichen Sie in allen Sektoren Modus schwer. Was schon nicht ohne ist eigentlich. Eine Bevölkerung von 1 Million Anokraten. Ja. Wie gesagt, bei Grund 2, ich habe 2, 3 Tage dafür gebraucht. Ich habe mich nicht gefreut. Ich war eigentlich froh, dass ich das dann erreicht habe. Das hatte ich mir als persönliches Ziel auch gesetzt. Und ich habe mich einfach nicht gefreut, als ich den gekriegt habe. Ich weiß auch nicht, was es alles noch gibt, was mich reizen würde. Da ist nicht wirklich was dabei. Ich hatte das mal alles so grob durchgelesen, wo das Spiel, wo ich mir das Spiel geholt habe. Hier erreichen Sie eine Bevölkerung von 2 Millionen auf den Schwierigkeitsgrad Veteran. Hier sieht man, dass ich auch schon Fortschritt habe. Ich hatte das Spiel auf Veteran angefangen. Ich habe aber einfach gemerkt, das Spiel ist nicht wirklich schwieriger. Ich brauche einfach nur länger. Ich muss nicht besonders anders planen. Ich brauche einfach nur ein bisschen länger. Ja, und dementsprechend wenig hat es mir Spaß gemacht, die Erfolge zu holen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, dass ich großartig tolle Belohnungen bei den Erfolgen kriege. Das kriegen andere Spiele deutlich besser hin. Auf jeden Fall. Und ich finde vor allen Dingen, sie haben 198 Erfolge drin. Lieber reduzieren und dann richtig knackiger reinmachen. Also am Anfang, klar, dass man da... dass man am Anfang mal so die ersten 10-20% der Erfolge recht schnell kriegt. Und dann, dass es knackig wird, dass man richtig sich freut, wenn man so einen Erfolg bekommt. Und dann vielleicht ein paar Zwischenschritte noch reinbauen und dass man sich von den Erfolgen Achtung, mit nützliche Sachen holen kann. Entdeckt. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt mit diesen Erfolgspunkten etwas holen kann. Ich weiß, bei Uplay habe ich für Erfolge was gekriegt. Konnte ich mir Profilbilder und sowas holen. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Aber, hier hätten sie es ruhig rauslassen können. Also, wieder ein Punkt für mich, der total überflüssig oder schlecht umgesetzt war. Grund Nummer 4, gerade schon kurz angeschnitten, das Spiel ist zu einfach, selbst auf Experte etc. Wir gehen mal eben auf neue 4x Stellen wieder. Gehen wir mal weiter. Bestätigen, Firmenlogo. Nehmen wir mal einen 3-Sterne-Sektor. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. So. Alle Einzelheiten festklopfen. Hier erweiterte Einstellung. Also, ich hatte das Spiel das erste Mal auf Standard gespielt. Fortgeschritten habe ich dann direkt übersprungen. Auf Standard ist das Spiel ein Witz. Könnte ein 5-Jähriger wahrscheinlich machen. Dann bin ich auf Experte gegangen. Und das Spiel war immer noch einfach. Ich war immer im Plus mit meiner Bilanz. Ich habe es nicht geschafft, im Minus zu kommen. Und, dann dachte ich mir, hey, das kann doch nicht sein. Gut, ich habe Erfahrung, ich habe jedes Anno gespielt. Ich spiele das, seitdem ich klein bin. Aber dann bin ich auf Veteran gegangen
Und dann war der Spaß komplett weg. Also ich habe auf Veteran so 3, 4 Stunden gespielt und ich habe halt einfach gemerkt, die Schwierigkeit ist kein bisschen stärker, höher, sondern ich brauche einfach nur länger. Ich habe von den Katastrophen so gut wie nichts gemerkt. Feindliche Invasion ist ein Witz. Man wird auf externe Karten geschickt und muss da ein bisschen was machen, was überhaupt gar keinen Spaß macht. Gut, das haben sie aber selbst zugegeben, dass das scheiße war. Mit dem Kriegsmodus, den sie hier wieder eingefügt haben. Das soll ja auch deutlich besser werden bei Anno 1800. Ich will nicht Und unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. folglich hatte ich dann einfach auf Experte wieder geschaltet, damit ich wenigstens ein bisschen was zu tun habe, dass es nicht komplett untergeht, aber trotzdem mal eben die 1 Million Bevölkerungsanzahl kriege. Und es war trotzdem ein Witz. Wie ist denn eure Meinung dazu? Ich denke mal, ihr habt die meisten Anno 2205 gespielt. Wie fandet ihr die Schwierigkeit? Also ich fand es selbst bei 2070 war es schwieriger. Anno 1404 war gut ausgewogen. Da hat man, wenn man nicht aufgepasst hat, ist man da schnell in Bedrängnis gekommen. Außer man war jetzt halt ein erfahrener Spieler. 1701 war auch noch ein Ticken zu einfach. Ich hoffe 1800, dass man den Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden deutlicher merkt. Was ich wiederum gut finde, dass es 4 Schwierigkeitsgrade hier gibt. Sollte man beibehalten, 3 ist doch schon zu wenig, weil den ersten ist halt wirklich nur für Anfänger. Und dann, dass man das einmal auf schwer durchspielt und wenn man dann nochmal richtig hart haben will, aber auch einen richtig harten Spielmodus. Ich hoffe, das kommt so bei Anno 1800. Lassen wir uns mal überraschen. Grund Nummer 5. Die Gegner sind nicht sichtbar und das Militär generell ist ein absoluter Witz. Also, man wird nicht wirklich angegriffen in diesem Spiel. Man spielt seine Maps hier, ist so ziemlich safe. Ich habe aber auch, obwohl ich auf schwer spiele, Invasionen ausgeschaltet, weil mich Krieg erstmal in Anno 1800 wenig interessiert, aber es, wie gesagt, hier auch ein Witz ist. Und trotzdem wird man zum Krieg mehr oder weniger so ein bisschen gezwungen. Ich habe es jetzt geschafft, das hier alles zu machen ohne Krieg, aber das ist halt ziemlich teuer. Das finde ich wiederum gut gelöst, dass man es das umgehen kann. Aber wenn man Krieg Ich machen könnte will, wirklich deine Hilfe gebrauchen. muss man in extra Sektoren reingehen, also extra Maps. Dieser militärische Kram ist nicht ganz so meins. Kann man Kannst das du das hier übernehmen? aussuchen, welche Schwierigkeitsgrad. Also ihr seht, meine Militärstufe ist auch nur 1 von insgesamt 30. Man kriegt ein bisschen seltene Rohstoffe, wenn man das macht, was aber auch ein Witz ist zu dem, was man an Zeit aufwendet dafür. Man kann seine Schiffe hier upgraden. Also auch nicht einen Hafen irgendwie bauen oder so. Hat es das schon mal bei Anno gegeben? Nein. Also was ist das bitte für eine Fehlentscheidung? Welche Leute saßen da am Tisch und haben sich gedacht, ja, Schiffe bauen wir jetzt nicht mehr in Hafen. Da klickt man nur noch ein bisschen im Menü rum und dann hat man das. Und da kann man sie dann auch noch upgraden. Keine Items mehr einsetzen, kein gar nichts. Also richtig schön versaut. Und jetzt mal eben zur Mitte hin von dem Video noch. Warum sage ich euch das alles, dass das Anno 2205 so schlecht ist? Warum guckt ihr das hier überhaupt? Warum solltet ihr die nächsten 5 Gründe noch angucken? Ganz einfach, damit ihr seht, wie gut Anno 1800 wird und was das einfach für ein geiles Spiel ist, allein in der Beta schon. Also ich habe mir Beta-Material angeguckt, das macht in so gut wie allen Punkten alles besser. So viel, viel besser. Es ist eigentlich ein Anno 1400 mit viel, viel besseren Systemen dahinter. Ob alles Gold ist, was glänzt bei Anno 1800, das werden wir noch sehen. Aber bisher sieht es so aus. Grund Nummer 6. Wir haben keine echten Waren bei 2205. Das hatten wir zumindest noch bei 2070. Und dann, warum auch immer, haben sie sich entschieden, ja, Waren, da achtet sowieso immer jeder nur drauf, ob man genug hat oder nicht. Geben wir eine Warenübersicht und zeigen denen einfach, ob man genug produziert oder nicht. Ich kann nicht die Waren einfach rüberschieben. Also in ein Schiff packen und in einen anderen Hafen bringen. Das geht nur, indem ich auf neue Transferroute gehe, mir eine Ware aussuche, hier hinklicke, woanders hinklicke und die dann schicke. Und dann wird eine bestimmte Differenz an Waren von dem, was ich produziere, rübergeschickt.
Schicke ich zu viel rüber, zeigt er mir wieder minus 5 an oder sonst irgendwas. Dann muss ich wieder zusehen, dass ich diese minus 5 wegkriege. Also ich bekämpfe auch immer nur so Zahlen, dass ich Einwohner baue und dann wieder minus 5, wie heißt das, Biokostmangel habe. Geringe Projektauslastung. So, dann baue ich wieder Biokost, dass ich genug habe. Und dann baue ich wieder Einwohner und dann wieder minus 5. Das ist nicht so, dass ich wie in vergangenen Spielen am Anfang froh bin, wenn ich 5 Biokost-Tonnen pro Minute herstelle, sondern und später dann vor allen Dingen 20 Tonnen herstelle, 50 Tonnen, 100 Tonnen, dass man den Fortschritt auch an den Zahlen sieht, und das ist hier halt überhaupt nicht bei den Waren gegeben. Man kann sie nicht hin und her schicken, nix, keine Item, nichts, keine Items, also das ist auch wieder... Die haben da einen Tisch gesessen und haben sowas entschieden. Das konnte doch nur nach hinten losgehen. Also da kann man sich auch das hätten sie nicht Anno nennen dürfen. Das riecht mich gerade richtig auf. Darf ich aber nicht. Also ein bisschen mehr als eine Woche kommt Anno 1800 raus. Dann sind wir hoffentlich wieder alle glücklich. Grund Nummer 7. Und das stört, glaube ich, auch viele, würde ich sagen. Auch wenn man es nicht so viel hört. Wir haben keine echte Inselwelt. Ich habe schon angesprochen, dass ich es gut finde, dass man zwischen verschiedenen Maps hin und her switchen kann. Aber ich finde, ich finde es gut, dass man zwischen einer normalen Welt und der Antarktis und dem Mond switchen kann. Gut, ich würde mir später wünschen, dass es Kontinente sind mit komplett anderen Eigenschaften. Hier haben sie zwar andere Eigenschaften, aber ja, gutes Zukunftssetting, braucht man nicht weiter drüber sprechen. Was ich aber blöd finde... Ich fange das Spiel neu an und denke mir, warum sollte ich das neu anfangen? Außer auf einem anderen Schwierigkeitsgrad vielleicht. Es gibt keinen Grund, weil die Inseln sehen jedes Mal gleich aus. Ich gehe hier auf eine Map. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Und wenn ich neu anfange, habe ich wieder die gleiche Map. Alles genau gleich. Genau gleich. Kein Unterschied. Genau die gleichen Küstenplätze etc. Die Inseln sind immer genau an der gleichen Stelle. Ich kann einen neuen Starthafen aussuchen, also ob ich jetzt mit der Map anfange, mit der oder mit der. Super, zwischen 6 Maps kann ich unterscheiden. Und das war's. Was war das denn bitte für eine Entscheidung? Ich habe keine Map mehr, wo 20, 30 Inseln Warte. Drauf sind. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Sie sind zwar größer geworden und haben eine Pfannkucheninsel erfunden. Kennst du noch die Pfannkucheninsel von 1404? Hier haben wir sie, hier haben wir möglichst viel Platz, deswegen habe ich die auch ausgewählt. Ja, super, aber... Ich brauche das Spiel nie wieder spielen. Wofür? Vielleicht um alle Erfolge zu kriegen, die mich überhaupt nicht interessieren, weil sie total belanglos sind und es mir nicht wirklich was bringt? Nee, danke. Also bitte bei Anno 1800, man hat es schon gesehen, man hat wieder eine Inselmap, man kann wieder Zahlen generieren, dann wird es wieder Forenbeiträge geben oder Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas, wo die besten Zahlenfolgen sind für die besten Maps. Ja. Und das hat früher Spaß gemacht und hier hat man es halt nicht. Hier hat jeder genau dasselbe. Und das ist doch blöd. Wem gefällt das bitte? Mir nicht. Grund Nummer 8. Hohe Zahlen. Ja, sie wollten wahrscheinlich hohe Zahlen einfügen, weil es die Zukunft ist, kann ich mir vorstellen. Und um ein Erfolgserlebnis aufzubauen. Mhm. Was meine ich mit hohen Zahlen? Mit hohen Zahlen meine ich, ich bin Stufe 100. Habe ich erreicht in circa 15 Stunden. Super. Geht noch viel, viel weiter. Wahrscheinlich 200, 250 oder so. Ich habe 10 Millionen Credits. Was war man früher froh, wenn man mal 1 Million Gold hatte in einem Spiel oder 1 Million von der Währung, die es dann halt gab. Was war man froh, wenn man mal 200 im Plus war oder mal 1000. Also 1000. Oh, das war der Shit. Und dann früher in Endgame, wenn man voll ausgebaut war, mal 10.000 im Plus, wenn man alles erreicht hatte. Und dann baut man ein Gebäude und man ist wieder fast im Minus. Und hier, ich bin 390 im Plus. 390.000 wohlgemerkt. Und diese Zahl verändert sich ständig. Ich habe Unterhaltskosten von 800.000. Ich war schon mit den Credits mit über 1 Million im Plus. Das kann es ja wohl nicht sein. Sorry wegen der WhatsApp-Nachricht, wegen dem Ton gerade. Und jetzt auch wieder. Ich habe
eine Bevölkerung gerade noch gehabt, jetzt nicht, jetzt sinkt sie gerade wieder, weil ich so lange im Spiel drin bin und nichts mache, von über 1 Million gehabt. 1 Million Einwohner, das ist eine Riesenstadt. Das würde mich freuen, wenn man das bei Anno 1800 auch erreicht. Aber dann will ich bitte eine Insel haben, eine Inselkarte, die komplett vollgebaut ist. Wo ich möglichst viel ausgereizt habe. Hier, ich zeig's euch. Ich habe einfach die Gebäude hingeklatscht. Hab zugesehen, dass sie eben die Bedürfnisse erfüllt haben mit den nicht vorhandenen Waren, wo mir nur Zahlen mit Plus und Minus angezeigt werden. Hier habe ich sogar noch Platz Herstellungsgebäude. Hier habe ich noch ein paar Häuser hingeklatscht. Und die anderen Inseln auf der Map, damit voll. Ja, und hier. Also seht ihr, alles Betriebsgebäude. Hier noch ein paar Häuser, okay. Und das und das. Hier hinten das, das, das und das. Habe ich nicht mal freigeschaltet oder gebaut. Da sind keine Häuser, außer hier habe ich ein bisschen... Moment, hier habe ich ein bisschen Arbeitskraft. Weil das hier eine neue Einheit war, Arbeitskraft. Das ist auch wieder nebenbei ein guter Punkt von Anno 2205, dass sie die Arbeitskraft eingefügt haben. Es ist zwar ziemlich leicht dran zu kommen, aber es hat Spaß gemacht, ein bisschen drauf zu achten. Musste man aber nicht lange. Aber dadurch, dass ich so viel Platz habe, brauchte ich so gut wie gar nicht outzusourcen. Ich habe hier hinterher ein paar Betriebe rüber verlegt, habe hier ein paar Häuser gebaut, aber auch nur die hier und betreibe damit hier alles. Und die und die bräuchten eigentlich tausende von Arbeitskräften. Grund Nummer 9, und ich wusste erst nicht recht, wie ich ihn nennen soll, das ist das Aushebeln von Mechaniken. Was meine ich damit? Ja, wie gesagt, ich habe in der Arktis, im Mond, also auf dem Mond und hier auch auf dieser Insel, wo ich outgesourced habe, so ein klein bisschen, nur so wenig Bewohner. Und damit betreibe ich alles. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Wie habe ich das hingekriegt? Durch diese netten Dinger hier. Drohnen. Klickt man ein Gebäude an. Oder, Moment, ich zeige euch das mal eben anders. Habe ich ein Gebäude, wo ich nur 2 Drohneneinheiten eingebaut habe. Man kann immer 5 bis 5 Stück machen. Brauche ich 42 Mitarbeiter. Ich glaube, es sind irgendwie 90 oder sowas um den Dreh, wenn man es ohne Drohnen macht. Gehe ich jetzt auf einen mit 5 Drohnen. Ein Mitarbeiter. Einer. Das heißt, ich kann fast unendlich davon hier bauen, so viel der Platz hergibt. Und brauche kaum Bewohner. Also ich habe so viel hier gebaut und habe Arbeitskraft noch fast 3000. Das ist ein Witz, oder? Wer hat sich das ausgedacht? Wer bitte? Damit fügen die Arbeitskraft hinzu, damit das als wichtige Ressource da ist. Und dann denken sie sich, oh, machen wir eine Funktion raus, womit man das komplett aushebeln kann. Komplett. Dasselbe ist, wenn man mit der Arbeitskraft kein Problem hat, wie auf meiner Hauptinsel. Ich switche nochmal eben. Sondern mit der Energie, was später, wenn man den Mond besiedelt hat, sowieso kein Problem mehr ist. Ja, mit der Energie. Hier habe ich genug Arbeitskraft. Ich habe noch 200.000 von der Bevölkerung übrig, die nichts zu tun haben. Dann habe ich ein Gebäude, was Energie verbraucht viel. Gut, es braucht jetzt nur 90. Dann baue ich die Module dran für die Energie. Und zack, verbraucht es nur 45. Das ist gut, um die Hälfte reduziert. Das ist noch in Ordnung. Aber warum bei der Arbeitskraft 63? Jetzt gehe ich hier drauf. Jedes Modul reduziert um 20%. Mit bestimmten Verbrauchsgütern. Also 63 ein anderes und hier 1. 1. Warum? Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Warum macht man so einen Quatsch? Wie kommt man da drauf? Also ich hoffe, da haben sie ein paar Köpfe gekürzt bei Anno, die so Entscheidungen getroffen haben. Das würde mich echt mal interessieren. Solltet ihr das wissen, schreibt es bitte auf jeden Fall in den Kommentaren oder mir ein Video verlinken, wo das erklärt wird. Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das würde mich echt mal interessieren.
Dann sind wir auch schon beim 10. Punkt und auch ein sehr wichtiger, finde ich. Und das Thema ist Straßen. Ich gehe ins Baumenü und hier unten die Leiste ist immer gleich. Für allgemeine Sachen, die man überall immer braucht. Ich klicke durch. Es ändert sich nichts in den unteren Sachen. Gut, hier hat man Ornamente. Ich muss alles mit Straßen verbinden. Und wie viele Straßen habe ich zur Verfügung? Eine. Und so sieht die aus. Eine einzige Straße, die ich nicht verändern kann. Das System, wie man Straßen baut, ist in Ordnung. Das braucht man auch nicht mehr verändern. Das war in 2070, glaube ich, auch schon so. Aber ich kann nicht teure Rohstoffe benutzen, so wie Ziegel oder Stein früher oder noch was Teures, Marmor, um richtig geile Straßen zu bauen, wo die sich auch schneller bewegen. Das ist scheiße, ich kann das Stadtbild dadurch nicht verändern. Ich kann ein bisschen Ornamente und Deko bauen und so, ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Wofür? Cool, ich kann Bäume bauen. Ja, super. Was ich wichtig finde, ja. Ich will das jetzt nicht auch noch schlecht reden. Aber wer kam auf die Idee, so ein wichtiges Element rauszunehmen? Straßen. Ja gut, dann hat man hier Straßenlaternen. Nee. Finde ich total lieblos. Was ist das eigentlich? Na gut, ein Parkplatz. Wie kamen sie zu der Entscheidung? Wir brauchen keine unterschiedlichen Straßen. Wahrscheinlich, weil die Leute sich darauf nicht wirklich fortbewegen. Hier sind zwar Pixel, die sich darauf fortbewegen und Fahrzeuge, aber wir haben ja auch keine Waren. Also müssen Waren nicht von A nach B transportiert werden. Dann dachten die sich, oh, wir dürfen das aber nicht komplett weglassen, also fügen wir eine Ressource rein, die Logistik heißt. Das heißt, wenn die zu niedrig ist, baut man eben wieder ein Logistikcenter hier irgendwo hin. Ihr seht, wie viel ich habe. Und je nachdem, wie nah ich sie an Gebäude baue, die beliefert werden müssen oder wo was abgeholt werden muss, desto höher steigt diese Zahl oder sinkt diese Zahl. Total scheiße. Und das hängt halt ganz eng damit zusammen mit den Waren, dass es die nicht gibt. Wird zum Glück auch in Anno 1800 wieder besser. So, kommen wir zu meinem Fazit von dem Spiel. Die erste Stunde oder die ersten 2-3 Stunden, wo ich das Spiel neu hatte, hat es mir gefallen. Auch wenn ich das Setting nicht mag, wenn ich diese 10 Gründe nicht mag. Ich mag generell Wirtschaftsspiele, wo man aufbauen kann, wo der Krieg nicht so präsent ist und nicht allmächtig, wie bei Stronghold Crusader oder so. Oder Warcraft 3. Und es ist halt ein typisches Anno und Anno war schon immer meine Lieblingsspielreihe. Dann kommen aber immer mehr die anderen Sachen zu tragen. Obwohl ich das Zukunftssetting nicht mag, finde ich, dass Anno 2070 zum Beispiel ein ganz passables Anno war. Ich würde es schon fast auf eine Stufe mit 1701 stellen. Deswegen auch, ich werde 2205 wahrscheinlich nie wieder anpacken, aber 2070 kann durchaus sein, dass ich das nochmal rauskrame. Ja, und ich finde das gut, dass sie 2205 in dieser Art und Weise trotzdem gemacht haben. Ganz einfach aus dem Grund, damit sie nach so vielen Teilen Anno einfach mal richtig auf die Fresse fallen, um die Scherben wieder aufzusammeln, um zu sehen, was macht Anno eigentlich aus, was wollen die Leute, was will die Community. Und das geht meistens halt wirklich nur, wenn man einmal richtig auf die Fresse gefallen ist, um daraus dann das so gut wie perfekte Anno zu machen, was es hoffentlich wird, das Anno 1800. Damit wir wieder ein Spiel haben, wo wir richtig Freude dran haben und vor allen Dingen, dass wir von diesem Zukunftsthema mal wieder weg sind. Sie haben erkannt, die Leute wollen die Zukunft nicht, die meisten zumindest. Ja, und wir gehen wieder in die Vergangenheit und ich hoffe, dass sie dann demnächst auch noch mehr in die Vergangenheit gehen. Vielleicht in Steinzeit-Anno oder in ägyptischen Bereich, in griechischen Bereich. Kann man ja alles machen. Alles ist besser als die Zukunft. Wie gesagt, meine Meinung alles. Ich hoffe, ihr könnt bei ein paar Gründen zumindest zustimmen. Vielleicht waren auch ein paar Sachen dabei, wo ihr noch selbst nicht so dran gedacht habt. Und ich hoffe, das Video vergrößert eure Freude auf Anno 1800.
Wenn ihr euch Anno 1800 selbst nicht holt oder Tipps haben wollt oder einfach mal sehen wollt, wie ein anderer spielt, ab nächste Woche Dienstag wird es von mir täglich Videos zu Anno 1800 geben. Eventuell sogar Livestreams. Ich weiß noch nicht, ob auf YouTube oder Twitch. Auf jeden Fall, ich habe mich vorbereitet und werde das Spiel suchten wochenlang, so wie es aussieht. Ich habe mir Beta-Material ohne Ende angeguckt und freue mich riesig auf dieses Spiel. Bis dahin, genießt noch die letzte freie Anno-Woche. Macht's gut. Tschüss.